Hallo. Heute testen wir diesen übergroßen Tampon. Nein, also eine Analsonde. Ein Reizstromgerät, wird vorwiegend wahrscheinlich medizinisch eingesetzt. Bei mir dient es eher zur, oder sollte es, zur schmerzvollen Stimulation dienen. Unter den Gesichtspunkten habe ich mir dieses sehr, sehr preiswerte Ding gekauft. Angeschlossen habe ich das an das ProMed Reizstromgerät EMT4, was ich schon da hatte, aufgrund meines Bandscheibenkleidens. Dafür habe ich es benutzt und habe halt gesehen, da gibt es halt auch so diese Analsonde und ja, dachte ich, ich probiere gerne Sachen aus, wie sie wirken und gerade wenn ich sie geschenkt bekomme und entsprechend benutzt. Die Größe erstmal, man sieht es, sehr sehr überschaubar, also für den ungeübten Hintern auch kein Problem das einzuschieben und ja, und dann kann man am Reizstromgerät dann einstellen, was für eine Art von Strom, also nicht die Art des Stromes, aber wie der Strom auf das Ding wirkt, also pulsieren oder etwas länger, was man halt so mit einem Reizstromgerät machen kann. Ja, also unter dem Gesichtspunkt der schmerzvollen Stimulation muss ich sagen, ist der Grad zwischen ja, das ist leicht angenehmer Schmerz bis zieh mir das Ding aus dem Arsch sehr sehr eng. Das heißt, sehr schwer zu dosieren. Ich habe da ein paar Programme ausprobiert, die das Reizstromgerät zu bieten hat, auch manuell ein bisschen rumgefriemelt und ja, der Rechterfolg wollte sich nicht so einstellen. Und entsprechend muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so begeistert von dem Ding. Der Schmerz an sich ist sehr stechend, sehr schneidend. Ja, wenn man also keine Erfahrung hat, wird am Anfang sicherlich erschrocken sein, ja, er ist da, das Teil funktioniert und man merkt auch, wenn man stärker einstellt, wird es stärker entsprechend. Also wie gesagt, Dosierung für ein leichtes Kribbeln oder für eine leichte Stimulation ist irgendwie nicht gegeben. Das hängt natürlich auch mit der Anatomie und Schmerzempfindlichkeit jedes Einzelnen zusammen. Allerdings kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, deswegen dafür war es jetzt nicht geeignet. Unter medizinischen Gesichtspunkten, das Ding funktioniert einwandfrei, ist extrem preiswert, wie ich finde, ist sehr klein, lässt sich einfach einführen und von daher gebe ich 4 Sterne. Den 1 Stern gibt es halt wirklich auch nur deshalb Abzug, weil auch in der Produktbewerbung etwas mit dem Wort Stimulation gespielt wurde, um vielleicht den einen oder anderen Käufer wie mich, der gerne experimentiert, zu gewinnen und ja, und dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber trotzdem, 4 Sterne.